So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part Pokémon Black 2. Und ich muss sagen, ich wollte ja jetzt eigentlich ein Flug-Pokémon im Team haben, um es euch dann zu präsentieren, aber irgendwie wurde daraus nichts. Verzeihung, aber ich habe da keins gefunden. Das heißt, das wird sich jetzt erstmal ein klein wenig verzögern. Und ja, der machen wir einfach mal weiter. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelche Trainer. Da oben zum Beispiel noch ein alter Sack, ein alter Pedo, gegen den wir wahrscheinlich kämpfen können. Kämpfen werden. Ja. Und sonst sind hier noch einige Trainer. Und nachdem wir dann diese Trainer besiegt haben, werden wir uns auch endlich in die Arena von Rayono City begeben. So, beim Training ist mir dann irgendwann Ordoch begegnet. Das wollte ich dann unbedingt besiegen. Das hat mir dann jeweils 1000 Erfahrungspunkte für Regi und 1000 Erfahrungspunkte für Blatt garantiert. Also nicht wundern, warum Regi jetzt euer Level 25 ist und Blatt auch. So. Damit hätten wir jetzt erstmal dieses komische Apache-Verarme besiegt. Wie heißt das? Secret? Nee. Keine Ahnung, ich habe die Namen gar nicht drauf. Egal. So, Musiker. Ja, Schluck auf. Will nicht gegen uns kämpfen. Und das sind wieder die Rocker, die die ganze Welt tyrannisieren. Oder? Oder muss ich die einfach nur besiegen? Wahrscheinlich, ne? Nee. Wir können ja einfach noch gar nicht lang. Aber Doppelkampf. Hey, oder? Nee, das ist noch kein Doppelkampf, oder? Doch! Pompon Girl. Nee, wie heißen die? Tampons? Nee, Pompon, ne? Nee, wie heißen diese? Quasten? Nee. Wie heißen diese Dinger? An den Händen. Pompons, oder? Das war doch richtig. Irgendwas mit Pompon war das doch. Ja, ja, der Regi kennt sich hier mit sowas aus. Nee, aber... keine Ahnung. Die ist noch Pompon. Pompon. Ja. Bei Superbrain, da hat ja irgendeiner gesagt, dass er ein Tampons... Das war ja total falsch. Tampons heißt die Dinger nicht, die Cheerleader da an den Händen tragen. Aber ja, zwei Pico-Chillers, zwei nette Opfer. Blatt hat da mal wieder ein bisschen was gecrittet. Gefällt mir richtig gut. Und ansonsten, ja, hätten wir jetzt erstmal diese Route, glaube ich, geschafft. Ja, jetzt geschafft nicht, aber vorbei können wir hier nicht, außer da oben. Da oben befindet sich ja nochmal irgendwie ein Trainer wahrscheinlich. Der alte Sack da oben. Begeben wir uns einfach nach oben. Und danach werden wir uns in die Arena begeben. Und danach mache ich auch, glaube ich, Pause. Hey, ein Trainer. Geil. Der alte Sack will kämpfen. Ich bin Maler. Mein Name ist Jean-Claude. Jean-Pierre. Ich komme mit dir. Oh! Symbolara. Symbolara ist wahre Kunst. Symbolara hat Power. Ich hasse Symbolara. Wenn ich gegen Symbolara in so einem frühen Stadium des Spiels kämpfen muss, dann hasse ich es. Ich meine, hier, Flüchtstrahl macht wieder massig Schaden. Ich meine, was ist das? Ist ja unglaublich. Und ich hab's verbrannt, aber es hat dieses Magieschild-Scheiße. Das heißt, Statusveränderungen bringen eigentlich so gut wie nix. So, Ninja. Ja, Ninja hat ja auch eben die Symbolara besiegt. Das heißt, Ninja kann auch jetzt die Symbolara besiegen, oder? Ist sogar schneller, nice. Zack, Kalkklinge. Ah nee, das hat einfach nur Wirbelwind eingesetzt. Wie, jetzt kommt Buzzy raus. Ah, na, Glück gehabt. Wobei, wenn jetzt Windschnitt kommt, bin ich weg. Egal, nur ist nur fun. Juhu, wir sind sogar schneller. So, gut, dass wir jetzt Gegenstoß drauf haben. Zack. Und die Symbolara ist besiegt. Nice. Nice. Und der Maler wurde besiegt. Jean-Pierre, geben Sie sich geschlagen. Sie schwuler Künstler. Oui, oui. So, das ist jetzt dunkles Gras. Hier kann man nämlich auf zwei wilde Pokémon stoßen. Wurde mir letztens gesagt, wusste ich vorher noch gar nicht, dass es von Gras zu Gras unterschiedlich ist. Wusste ich echt noch nicht. Ja, krass, ne? Ich wusste das echt nicht. Naja, egal. So, Blatt gegen Budev. Die Sache ist, ich schätze mal, sie hat dann gleich noch ein Roselia, weil ein Budev allein wäre ja ein bisschen doof. Sie hat höchstwahrscheinlich schon ein Roselia dabei, aber wir haben kein... Unser Regi ist tot. Scheiße, das machen wir. Hey! Ich will nicht wach bleiben. Was soll das? Sorgsam war das, ne? Na, 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 na. Willst du dich doch nur hier länger aufbehalten? Damit du dich dann später schön raiden kannst, was? Perverses Budev. Lüsternes Ding, du. Es wird ja auch noch gesaugt an uns. Verdammte Scheiße! Aber mein Pokémon wird nicht gesaugt. Bei mir herrscht Zucht und Ordnung.
Meine Güte. Perverse Pokémon-Welt. Unglaublich. Egal, Level 26 im Blatt. Und jetzt kommt wahrscheinlich, wie gesagt, Roselia. Fuck, was schicke ich gegen Roselia rein? Da müssen wir drin bleiben. Was anderes fällt mir jetzt spontan nichts ein. Sag ich ja. Naja, Kieferbiss. Oh, Zauberlatt? Das ist Zauberlatt, ne? Naja, wir haben eine Vielfachresistenz dagegen vorzuweisen, aber dank der Paralysen kommen wir nicht zum Angriff. Ha! Da kommen wieder alles hoch. Das ganze Frühstück. Sucuk und Mutter, ja? Sucuk und Ei. Oder hier, was hab ich schon gegessen? Milch, meine Milch. Kommt mir alles wieder hoch. Die Cornflakes, alles. Und anhand meines Frühstücks sieht man, dass ich mich sehr ausgewogen ernähre. Ein ausgewogenes Frühstück ist der Erfolg für einen Start, für einen guten Start in einen Tag. So, keine Ahnung, was wir da bekommen haben. Wahrscheinlich wieder irgendwelche komischen Beeren, Meeren. Naja. Egal. Erstmal wilde Pokémon. Doppelkampf? Nein. Pikachu haben wir schon. Oh, das ist aber auch Level 23. Und das ist noch Level 22. Finde ich jetzt nicht so gut. Bye, bye. Hier gibt es nichts. Haben wir irgendwas Lustiges im Beutel? Lustiges? Nö. Schade. Hier gibt es dann anscheinend nichts zu holen. Hm. Heißt für mich indirekt, auf geht's in die Arena. Und nachdem wir dann die Arena geschafft haben, sollten wir dann logischerweise wieder dorthin, über die Brücke. Wie es auch in der normalen oder im ersten Teil der Black and White Serie weitergeht. Jetzt werden erstmal unsere Teammitglieder geheilt. Jawohl, ja. Und ja. Wird Zeit, dass wir Daki nach vorne packen. Denn die nächste Arena wird höchstwahrscheinlich eine Arena vom Typ Elektro, oder? Könnte auch keine Elektro-Arena sein. Ich meine, Elektro hatten wir jetzt hier in der alten Arena. Oh, Pikachu. Hm. Und hier ist dann die richtige Arena, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist die richtige Arena. Scheiße. Okay, Tafelwasser, danke. Boah. Und ich mag es, dass man in der Arena jetzt manchmal so funky Music hat. What the fuck? Was war das denn? Oh, Model oder was? Laufsteg. Wie ist das auf Französisch? Model. Fuck, das weiß ich eigentlich. Mannequin, genau, Mannequin. Ja. Oder galt das nur für männliche Models? Keine Ahnung. Aber irgendwie hieß das doch, so hieß das so, ne? Und das ist doch, ja, das ist eine Elektro-Arena. Gut zu wissen, hier können wir Daki dann mal richtig leveln. Ich weiß gar nicht, ob schon wie Brava dann fliegen kann. Ich glaube eher nicht. Ich glaube erst als die Beldra kann es fliegen. Aber das ist kein Thema, dann können wir erst ein bisschen später fliegen. Soll mir recht sein. Bodycheck. Ja, macht schon ganz guten Schaden, aber Daki ist schon jetzt ein bisschen ausgewachsener, ne? Und erreicht jetzt Level 26. Nice. Hat jetzt einen Angriff von 58. Ganz gut, wie ich finde. Und weiter geht's. Zieh deine. Ja, geht doch. Wie viele von denen gibt's eigentlich dann? Ja, willst du noch hier Papierouetten schreiben? Was ist das denn? Ich finde die Idee an sich gar nicht schlecht. So Model und so Laufsteg, ne? Jeremy's Next Topmodel in Pokémon. Ehrlich. Gleich kommt noch Heidi Klum. Dann Naomi Campbell. Alle. Unglaublich. So, Bulldoze. Ey. Warum macht man das? Bringt doch gar nicht. Ich bin sowieso schon scheiß langsam. Du wirst die ganze Zeit schneller als ich sein. Es ergibt einfach null Sinn. Das ist das, was ich dir damit sagen will. Und noch... Oh mein Gott. Warum beschwere ich mich überhaupt besser für mich? So. Einmal. Und noch weitere 1000 Erfahrungspunkte. Geil. Also da... Man merkt schon. Wenn ich underlevelt bin, kriege ich dafür als Wiedergutmachung viel, viel mehr oder bessere Erfahrungspunkte. So, dein Speed wird erhöht. Der wird aber jetzt gleich sofort wieder verringert. Falls du überleben solltest, was ich eigentlich nicht glaube... Ja, sag ich ja. Und Level 27 für Daki. Nice.
Ich weiß gar nicht, vielleicht schaffen wir die Arena-Leiterin dann auch erst im nächsten Part. Egal, da kriegt ihr halt die Arena-Leiterin direkt zu Anfang des nächsten Parts. Aber ich mag die Musik. Die Musik ist funky. Aber die Frau, die dann im Hintergrund singt, muss nicht sein. Aber die ist bum, bum, bum. Das hat schon was. Ja, hat schon was. So, ein weiteres Blitzel. Gut. Bulldoze! Verfolgung. Ja, zieht jetzt nicht die Welt ab, ne? Naja. Aber auch das soll mir recht sein. Hauptsache, Darky kriegt Erfahrungspunkte, denn diese Erfahrungspunkte brauchen wir für die Arena-Leiterin. Arena-Leiter? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja noch immer noch die alte Arena-Leiterin. Ich weiß nicht. Wie ist die Camilla, ne? Camilla, kann das sein? Mit dem Kamillentee? Nee, boah, warte, der war jetzt richtig schlecht. Sorry, sorry. Für den Spruch hättet ihr mich eigentlich schlagen dürfen. Allein Nick-Nick. Klatsch, klatsch, klatsch. Okay, ist anscheinend eine Arena-Leiterin. Aber irgendwie finde ich die Idee mit den verschiedenen Variationen der Theme, der Arena-Leiter-Theme, ganz gut. In jeder Arena bis jetzt eine andere Arena-Leiter-Theme. Gefiel mir ganz gut. Wir saven jetzt erstmal ohne Sinn. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber mit Darky im Gepäck sollten wir eigentlich gar keine Probleme hier haben. Eigentlich. Ich bin die neue Arena-Leiterin hier, oder? Ist das die alte? Nee, das ist eine neue, ne? Ja, zieh ich doch gleich aus. Alte Bitch. Ist auf jeden Fall eine neue mit dem Emolga, ui. Wen wundert's? Die alte hatte ja auch ein Emolga. Aber gegen Emolga haben wir jetzt hier Steinhagel drauf. Verfolgung, kein Ding. Boah, geil, Alter, Steinhagel. Dick, fett. Zieht bei ihm mehr als die Hälfte ab. Und nochmal. Verfolgung. Kein Ding. Zack, nochmal Steinhagel. Und, jawohl. Emolga geht down. Level 28 für Darky. Wie gesagt, ich glaube, das wird ein einfacher Arena-Leiterkampf. Schon jetzt. Ah, warte. Gut, bleiben wir drin, setzen Bulldoze ein. Zack. So, sie wird jetzt höchstwahrscheinlich aufheilen. Dann werde ich das einfach mal als Gelegenheit nutzen, um Darky aufzuheilen. Man weiß ja nie, was da noch kommen wird. Ja, sie heilt auch auf. War ja klar. Und ich weiß nicht, sind die jetzt schon schneller? Nee, ne? Glaube ich nicht. Und selbst wenn, dann... Oh, gut, dass ich aufgeheilt habe. Nochmal Bulldoze. Wir sind immer noch nicht schneller. Ah, ah. Ich glaube, ich werde gleich aufheilen müssen. So, das Warte geht down. So, was kommt jetzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gegen ein geiles Elektro-Pokémon. Elektek, diese Zebra-Weiterentwicklung, ich weiß es nicht. Aber irgendein geiles Elektro-Pokémon wird jetzt wohl kommen. Ja, das Zebra. Auf Level 30, du Schande. Gut, dass ich noch einen Supertank habe. Supertank auf Darky. Ruckzuck. Darky, ich brauch dich. So, wenn ich jetzt ein Bulldoze durchkriege und die Initiative von dem Ding gesenkt worden. Ah nee, das ist jetzt scheißegal, weil jetzt seine Initiative eh erhöht wird. Mach wenigstens guten Schaden, komm. Nice! Das ist perverser Schaden. So, bleiben wir drin. Komm, du hältst es auf. Nice! Nein! Critical Hit! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, ey, das ist doch so mies. Das ist doch sowas von mies. Darky hätte den noch... Komm, geh mich auf den Sack. Hä? Oh, scheiße. Das hat ja diese Volt-Kacke da. Motor Drive. Ich depp, das hat doch Motor Drive. Ich wollte das erstmal... Critical Hit, danke. Danke, danke, danke.
Ey, also unglaublich, was ist das für ein Hexteil? Ey, haltst du jetzt auf? Machst du nicht gut. Ich hätte dich geschlagen, du alte Sau. Du alte Potsau. So, geh, komm. Ich weiß, dass du es kannst. Ich hab dir noch nicht umsonst Schaufler beigebracht. Intimidate wird aktiviert. Nice. Und Schaufler. Let's go. Use Dick. You fucking Dick. Oh. Aber Regi rettet mich, oder? Boo! Und der vierte Orden gehört uns, meine Freunde. Obwohl wir 5 Level underlevelt waren mit den meisten unserer Pokémon. Aber durch Strategie haben wir das alles wieder gut gemacht. Obwohl ich uns gehext hätte. Und wenn ich uns nicht gehext hätte, ja, da hätten wir kaum Verluste außer Basi hinnehmen müssen. So. Der vierte Orden, meine Freunde. Und wir sind in welchem Part? Part 19, 18, irgendwie sowas, ne? Part 20 kann auch sein. Aber wir haben jetzt schön... Oh. Warum wird unser schwuler Charakter jetzt als der Retter der Nation dort hinten angezeigt? Kann mir das mal jemand erklären? Egal. Wie auch sei, wir haben jetzt, glaube ich, Voltwechsel erhalten, ja. Wer kann das denn lernen? Wenn es Vati lernen kann... Ja, Vati kann es lernen. Ach, bring ich dich bei. Ich sehe da keinen Sinn drin. So, ich werde jetzt nochmal schnell ins... Okay. Ach so. Ja, umringt von 4 heißen Weibern. Mehr oder weniger heißen Weibern. Pokémon-Mode. Ich werde sie nie verstehen. Naja, wie immer sei. Wir begeben uns jetzt erstmal Richtung Pokémon Center. Ich hoffe mal, bis dahin wird kein weiteres Event aktiviert. Nee, scheint nicht so. Super. Soll ich dann direkt weiterdrehen oder Pause machen für heute? Ich glaube, ich mache dann Pause für heute. Oder für heute. Ja, vielleicht heute Abend noch was. Ich lasse mich einfach überraschen. Je nachdem, wie ich gelaunt bin. Ich meine, das sollte eigentlich reichen. Vielleicht nehme ich jetzt noch 2 Parts Bloody Platin auf. Oder 3 Parts. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das ziemlich geil. Gefällt mir richtig gut. Also die Edition macht richtig viel Spaß, richtig viel Laune. Leider auf Japanisch. Und wie gesagt, auf Deutsch werde ich dann nochmal White 2 machen. Weiß 2. Und bis dahin, meine Freunde. Vielen lieben Dank für's Zugucken. Bis bald, macht's gut und ciao. Euer Rigi.